Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Ori and the Blind. Forest, das war falsch, denn wir spielen ja natürlich Ori and the Will of the Wisp, den zweiten Teil. Blind Forest ist der erste, das muss ich erstmal reinkriegen, das muss ich wirklich noch reinkriegen. Ich heiße euch wie immer herzlich willkommen, bedanke mich fürs Reinschalten und bedanke mich natürlich auch fürs Bewerten der so glorreichen letzten Folge. Wir machen weiter. Ich habe zwischen den Folgen tatsächlich schon mir diese Energie von diesem Baum hier gesammelt und habe dadurch eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Wie ihr unten, jetzt habe ich vor meinem Mikro gehauen, wie ihr unten bei Y erkennen könnt, können wir jetzt regenerieren, also sprich uns Energie zurückholen, und das ist natürlich eine mega coole Sache und mega wichtig vor allem auch. Ja, ansonsten habe ich noch eine andere coole Sache auf der Karte entdeckt, die wir jetzt auf jeden Fall mal nachgehen werden, denn hier oben, Moment, ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Denn hier oben scheint ein neuer Gefährte auf uns zu warten. Guckt mal hier. Da. Wer auch immer das ist. Sieht freundlich aus. Nicht angriffslustig. Also ganz interessant. Hallöchen. Lupo. Sei gegrüßt, ich bin Lupo. Kartograf der Extraklasse. Das war ein ganz schöner Sturm. Hat meinen Karton tropfnass gemacht. Also bekommst du sie zum halben Preis, ja? Schließen heißt... Achso, schließlich heißt es, du würdest nach einer Freundin suchen. Und was wäre dafür besser geeignet als eine Karte? Möchtest du eine Karte dieser saftigen Sumpfgebiete für 50 Geisterlichter erstehen? Ja, machen wir einfach mal. Verbindlichsten Dank. Kann ich bei dem auch noch andere Sachen kaufen, also Karten oder nur Karten? Ah, das deckt dann die ganze Karte des Gebiets. Ach du Scheiße. Das deckt alles auf? Ach du Jemine. Okay, das ist Hardcore. Das ist ja noch ziemlich groß. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Oh, da müssen wir aber da definitiv noch hin. Da gibt es dann Fähigkeiten und das ist auch noch irgendwas hier. Okay, höchst interessant. Was kann der Lupo sonst noch? Ein Name kann gefährlich sein, weißt du? Zum Beispiel der Name dieses Ortes, Tintenmoor. Ich habe versucht, mit diesem Wasser meine Karten zu zeigen und naja, reinste Papierverschwendung. Nett. Okay. Ja, das ist der Lupo. Von dem können wir also Karten kaufen. Oder zumindest konnten wir eine Karte von ihm kaufen. Ja, netter Zeitgenosse. Okay, da würde ich fast vorschlagen, ich werde jetzt hier offscreen so ein bisschen noch die Map erkunden, schauen, was es hier noch so zu finden gibt, und dann sehen wir uns wieder, wenn was story-relevant Wichtiges kommt. Also, ich würde sagen, bis gleich, ne, Lupo? Also, bis gleich, wir sehen uns. Freunde, ich bin gerade im Pausemenü, denn es passiert was story-relevantes. Ich habe jetzt so ein bisschen im Tintenmoor noch rumgeguckt, hab noch ein paar Sachen gesammelt, noch ein paar Gegner bekämpft, etc. Aber ist nichts weiter Großes passiert. Aber jetzt sind wir an einer Stelle im Tintenmoor, wo wir auf einen neuen Weggefährten treffen. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Deshalb drücke ich jetzt auf Fortfahren. Bist du auch wegen der Aussicht hier? Herrlich, oder? Der Brunnenquell in all seiner Pracht. Eine ganze Generation Moki ist alt geworden, seit sich der Mühlenräder zum letzten Mal drehten. Es heißt, es gebe eine Wow! Oha! Oha! Wer ist das denn? Was tut Shriek denn so weit hier draußen? Irgendetwas muss sie aus ihrem Nest gescheucht haben. Irgendeine Bedrohung vielleicht. Doch wohl nicht du, oder? Du siehst harmlos aus. Das sollten wir ändern. Wie es der Zufall will, bin ich ein Waffenmeister. Oh. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Ich gebe dir auf deinen ersten Einkauf auch einen Rabatt. Also, wähle mit Bedacht. Oh, geil. Das kostet ja gleich über viel. Okay, was haben wir denn hier so? Wache, verwendet Energie. Lass eine Geisterkugel entstehen, die für dich angreift. Okay. Geisterstand, verwendet Energie. Wirft einen Stern, der zu dir zurückkehrt. Setzt einen Gegner in Umkreis im Brand. Das finde ich schon wieder nice. Wirft einen mächtigen Speer aus Licht. Verwendet eine große Menge an Energie, zerstört instabilen Boden. Das ist geil, weil damit können wir uns weiter fortbewegen tatsächlich.
Und Geisterschlag ist auch cool. Erledigt Feinde mit einem starken Rundumschlag. Zerstört instabilen Boden. Nehmen wir Geisterschlag oder Stachel? Ich nehme den Schlag. Nutze deine neue Fähigkeit so gut du kannst. Die nächste bekommst du nicht so billig. Wenn du deine Fähigkeiten auf die Probe stellen willst, gib einfach einen Geisterschrein nicht weit von hier. Der perfekte Ort, um dich zu beweisen. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Halte bis dahin deine Waffe bereit und den Himmel im Blick. Tintenmoorschrein, neues Gerücht. Drücke Details zu sehen. Ah, da ist also ein Schrein und hier unten ist auch so ein Schrein. Und den können wir mit dem ja eigentlich dann kaputt machen. Das ist ja das Gute, weil wir befinden uns gerade hier oben. Okay. Wer auch immer du bist cool. Ofer. Okay, wir müssen jetzt tatsächlich dann wohl hier runter, oder wie? Okay. Was ist das? Was ist das? Das ist doch eigentlich bestimmt wieder ein Speicherpunkt, oder? Naja. Wer weiß. Wer weiß. Oh! Kämpfen! Kämpfen! Aua! Ich habe nicht so viel Energie. Ich kam erst mit Kampfgegnern hierher. Da komme ich nicht so einfach wieder ran, nehme ich an. Ich muss einmal hier rüber. Oh! Jetzt ist aber gut hier, Freundblase. Jetzt ist aber Schluss hier mit lustig. Aua! So, da hätten wir dich. Die Energie nehmen wir noch mit. Ach so, ja, ich habe jetzt übrigens 4 Energiekugeln. Also sprich 4-mal Lebensenergie. Was sehr, sehr cool ist. Ach so, wie kann ich eigentlich diesen Rundumschlag, den ich jetzt habe, wie kann ich den eigentlich machen? Muss ich dafür... Ah! Ah, okay. Oh, ha! Das ist ja geil. Da habe ich jetzt quasi wie so einen Geisterhammer. Gedrückt halten, um zu schwingen. Oha! Das ist ja mega cool. Neue Mechaniken. Nice. Das ist ja wirklich nice. Wo geht's denn jetzt hin? Dahin? Und wahrscheinlich so längs. Was ist das? Dich erstmal kaputt machen hier. Wir brauchen nämlich wieder von den Kullern. Ah. Okay. Ich weiß noch nicht so viel, was mir das bringen soll. Alter, das macht gut Damage. Und verbraucht vor allem keine Energie. Was geil ist, ich habe quasi eine stärkere Waffe, die ein bisschen schwächer, also die ein bisschen langsamer ist, aber halt... Aua. Aber dafür halt, komme ich da nicht hoch? Ich muss doch da irgendwie hochkommen. Ich komme da tatsächlich nie hoch. Okay. Ist ja bitter. Okay, so nicht. Kann ich laufen und dann... Alle, hoppala. Ja, das hat funktioniert. Kann ich? Ja, das habe ich. So, jetzt muss ich wieder schwingen. Ui, 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 ui. Oh, falsche Richtung gesprungen. Einmal bitte nochmal. Und dann da lang. Dann einmal hier lang. Dann holen wir uns erstmal Lebensenergie zurück. Und wir müssen ja immer noch zum Schrein. Der müsste auch hier irgendwo gleich kommen. Oh, halt. Was ist denn das für eine Summe? Aua, Hilfe! Das ist eine fette Biene! Oder Wespe, wie auch immer, Mücke! Ich denke, es ist eine Mücke. Sieht aus wie eine Mücke. Aber ich komme doch gar nicht zu dem Schrein. Der Schrein liegt doch unter Wasser. Das ist aber mies. Wie komme ich denn jetzt unter den Schrein? Oh, die Mokis sind zurück. Wir Moki haben gesehen, wo du kleine Eule, unweit der Heimat, die wir verlassen haben. Stiller Wald. Grusewald. Oh.
Sie haben die Eule gesehen. Und zeigen uns jetzt quasi gerade etwas von der Eule. Die arme Kuh. Völlig allein. Durchnässt und verängstigt. Im Gruselwald. Aber sie hat die Feder. Beziehungsweise sie geht ihr nach. Quollok ist gütig. Quollok hilft. Oh, lassen sie jetzt das Wasser ab? Die können einfach mal den Stepset ziehen und Wasser ablassen. Oha, ist das Quollok? Das sieht zumindest aus wie Quollok. So, Moment mal eben. Hoch, weiter hoch komme ich gerade nicht, oder? Anscheinend nicht. Ich muss erstmal zu Quollok. Quollok, ich bin Freund. Das ist nicht... Ist das Quollok? Das ist erstmal Dings hier, Tok wieder. Nur die, die in den Augen des großen Quollok würdig sind, dürfen eintreten. So besagt es zumindest die Legende. Natürlich ist das nicht Quollok, sondern nur eine Statue, was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hat sich nicht einmal Augen, in denen irgendjemand würdig sein könnte. Dumme Legende. Hä? Der große Quollok... Als das Licht der Geisterweite verließ und der Verfall sich ausbreitete, hat er es gesehen. Wäre er nicht gewesen, hätte die Moki vielleicht keine Zuflucht gefunden, als die Wälder, in denen sie lebten, zu gefährlich wurden. Deswegen nannte sie Quollok ihren Wächter. Er hatte den Verfall zurückgehalten, für den Moment zumindest. Okay, krass. Das heißt, Quollok gibt's gar nicht mehr, richtig? Oh. Einmal den Hebel heben und das Wasser noch weiter ablassen, würde ich sagen, oder? Geil, ich habe den Stepsel gezogen, Freunde. Das bedeutet ja im Umkehrschluss. Komisch, ich könnte schwören, das Wasser in der Kammer sei gerade noch ein gutes Stück höher gewesen. So ist es heutzutage. Alles verändert sich und nicht wird es dadurch besser. Oh, Quollok. Das wäre jetzt fast... Ist hier unten was? Nö. Okay. Aber hier muss ja der Schrein sein. Und zu dem muss ich ja. Was ist das? Oh! Au! Ich werde angegriffen. Gefahr, Gefahr. Okay. Schnell zurück. Ich kann mich doch eigentlich auch mal heilen. Nice. Und mit denen hier kann ich mir die... Geil, okay. So. Jetzt aber erstmal hier runter. Denn hier ist ja... Der Schrein. Der nächste. Das Licht absorbieren. Transformation! Geisterbogen. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte RT gedrückt, um sie X, Y oder B zuzuweisen und schieß los. Geil! Ach, da muss ich mich jetzt auch noch entscheiden. Na, dann nehmen wir das erstmal. Okay, wir haben jetzt den Geisterbogen. Was genau können wir mit dem denn eigentlich machen? Oh. Oh. Geil. Das ist ja ultra cool. Ey, das ist ja mal mega nice. Ja, das muss ich kriegen. Nein. Oh Gott, ey. Noch einmal. Denn ich muss nach da oben. Denn wie ihr schon wisst, ist der Finger oben, wird man dich loben. Das fährt sich raus. Da komme ich da hoch. Sehr, sehr gut. So, wo geht's erstmal hier weiter? Wieder so eine Mücke. Das verdammte Mückentier. Kann doch nicht wahr sein. Mückilein. Ist so fein. Aua, die Mücke macht mich nass. Mücke, komm her. Komm schon, Mücki. Aua. Ja, geil. Kann ja auch mit dem Bogen schießen. Ganz vergessen, ich habe ja einen Bogen. Haha. Ist ja geil. Okay, wie kriege ich denn das jetzt aber hin? Da muss ich ja auch mit dem Pfeil drauf schießen, oder?
Und da oben ist auch noch irgendwas. Ach du Jemine. Das wird ja spaßig. Hier kann ich hoch. So, und dann müsste ich ja wahrscheinlich mit dem Pfeil... Jo. Das geht. Was haben wir hier? Augenschein. Dieser seltsame augenförmige Edelstein würde gut in eine Steinhöhle passen. Ah, so können wir Quollock vielleicht zum Leben erwecken. Kann das sein? Das wäre ja mal ultra nice. Wenn ein Plan aufgehen würde, wäre das ja wirklich mal ultra nice. Aber gehen Pläne immer auf? So, warte mal. Wie genau muss ich das denn jetzt machen? So. Ah. Okay, das ging ja gerade mal gut. Das hat gut funktioniert. Wieder ein Augenstein. Sehr, sehr cool. Das heißt, wir können Quollock jetzt zum Leben erwecken. Kann das sein? Oh, shit. So, warte mal. Das nehme ich mal mit. Die Mücke. Oh, nein, nein, nein. Die Mücke macht uns platt. Habe ich den Augenstein jetzt noch? Ja. Ich habe den Augenstein noch. Gott sei Dank. Du verdammte Mücke. Aber das war ja nochmal eine andere Mücke. So, wir müssen wieder rüber zu den Augen, oder? Zu den Augen Quollocks. Da ist er. Quollock, bitte erwache zu Leben. Okay, ist doch nur ein Höhleneingang, nehme ich an. Aber okay. Freunde, ich würde sagen, das reicht wieder für diese Folge. Wir gehen das nächste Mal in Quollocks Maue. Oder? Gehen wir mal noch rein? Ach komm, wir gucken mal noch rein, oder? Komm, wir gucken mal. Eine schöne Geisterhöhle. Quollocks Tal. Ist das Quollock? Nee, das ist Twillen. Der leuchtende Fremde, von dem meine Kunden so beeindruckt sind? Sag mir, ist es üblich für deine Art, einfach so vom Himmel zu fallen? Ich bin auf meinen Reisen schließlich vielen Kuriositäten begegnet. Oh ja, einige fallen, einige fliegen, einige schleichen und einige schlängeln. Aber alle von ihnen sind Kunden, weißt du? Nur Kunden auf der Suche nach Geistersplittern. Oha. Oha. Ah. Ich kann jetzt hier... Vielen Dank für deinen Besuch, das ist ein Händler. Ah, okay. Splitter ansehen. Eine zusätzliche Energiezelle. Eieiei, okay. Flügelstutzen. Das ist ja cool. Okay, das ist ja mega cool. Ja, Freunde, vielleicht kaufe ich ja definitiv irgendwie was noch zwischen den Folgen. Ist jetzt die Frage, ob ich Twillen immer irgendwo hier finde. Ich muss auch noch hier runter. Ja, da muss ich noch hin. Fällt mir gerade mal auf. Was ist das hier? Wer ist denn das? Ach, das ist da das Äffchen, stimmt. Ja, wir können jetzt auf jeden Fall... Ich kann jede Menge Wege jetzt noch offscreen... Autsch. Es sind Fallen hier verbaut. Um Gottes Himmels Willen. Okay, Freunde, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich danke wie immer fürs Reinsehen. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung dalassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und natürlich eure netten Worte wieder in die Kommentarsektion reinspammen. Ich danke fürs Dabeisein, ich danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund und ciao, ciao.